länger schreiben, surfen oder chatten. Möglich machen dies nur leistungsfähigere Akkus. An der Optimierung von Akkus arbeitet Claire Villiers schon seit Jahren. Die Materialforscherin des Paul-Scherrer-Instituts PSI hat nun mit Kollegen der ETH einen Kniff gefunden, um Akkus leistungsfähiger zu machen. Ausgangsbasis ist eine herkömmliche Batterie in Lithium-Ionen-Akkus. In der Batterie gibt es eine positive Elektrone, genannt Kathode, und eine negative, genannt Anode. Die Ladungsträger der Batterie, die Lithium-Ionen, wandern beim Aufladen der Batterie zur Anode und lagern sich dort ein. Beim Entladen wandern sie wieder zurück zur Kathode. Neu haben die Forscher die Anode, die aus Graphit besteht, verändert. Die Graphitblättchen liegen nicht mehr kreuz und quer, sondern vertikal. Die vertikale Ausrichtung der Graphitplättchen lässt die Lithium-Ionen schneller andocken. Der Akku ist schneller geladen und hält länger. Im Labor konnten die Forscher die Ladekapazität teilweise verdreifachen. Sie gehen aber davon aus, dass ihr Akku, einmal entwickelt, bloß eine Leistungsverbesserung von 30-50% erreichen könnte. Normalerweise braucht man, wenn Hersteller interessiert sind, 2 Jahre, um einen Prototypen zu machen. Bis zur Marktreife bräuchte unser verbesserter Akku 6 Jahre. Soweit sind die Forscher noch nicht. Denn im stark umkämpften Akkumarkt investieren Hersteller nur in effiziente Produkte. Die Forscher müssen mit weiteren Tests beweisen, dass ihr Lithium-Ionen-Akku deutlich leistungsfähiger ist als herkömmliche.